Herzlich willkommen zum dritten thematischen Podcast für das Seminar Diachrone Beschreibung der deutschen Sprache. Heute zum Thema Altniederdeutsch. Eigentlich hatte ich nicht vor, zum Niederdeutschen separate Screencasts aufzunehmen, habe mich aber dann doch dazu entschieden, aus ganz verschiedenen Gründen. Ebenso viele Gründe gibt es, warum ich eigentlich keine Screencasts aufzeichnen wollte, und dazu möchte ich ganz kurz etwas sagen. Es ist so, dass in der Ausbildung im Bereich der germanistischen Sprachwissenschaft oder Sprachgeschichte das Niederdeutsche in der Regel keine besondere Rolle spielt, weil der Fokus auf dem Oberdeutschen oder Hochdeutschen liegt. Und so ist auch meine Perspektive, dass ich das Niederdeutsche vor der Folie des Hochdeutschen betrachte. Das ist aber nicht immer gerechtfertigt, wie wir heute an einzelnen Beispielen sehen werden. Und ich möchte Ihnen anhand des Helians, den ich für diesen Screencast ausgewählt habe, sprachliche Besonderheiten zum Altniederdeutschen skizzieren und wie immer kurz in historische Grundlagen einführen, die zum Teil Wiederholung sind, denn die Ereignisse im Reich haben sich nicht wesentlich geändert im Vergleich zur Einführung des Althochdeutschen. Sie sehen vor sich eine Doppelseite aus dem sogenannten Heliand. Das ist eine Dichtung, die sich mit dem Leben Jesu beschäftigt. Sie ist um 830 bis 840 entstanden. Sie sehen vor sich die Handschrift M, die liegt heute in der Bayerischen Staatsbibliothek als CGM 25. Sie entstand in Corvey Mitte des 9. Jahrhunderts und hier sehen Sie die Seiten 9 Verso und 10 Recto. Wie ich die anderen Screencasts auch unter ein Motto gestellt habe, so habe ich für diesen Screencast ein Zitat ausgewählt von Willy Sanders. Kein Zweifel, die altsächsische Schreibtätigkeit ist ohne das Vorbild der Althochdeutschen, besonders Fränkischen, nicht denkbar. Was es damit auf sich hat, werden wir im Folgenden genauer sehen. Doch zunächst etwas zu dem Namen Altsächsisch, der in gewisser Konkurrenz zu stehen scheint zu dem systematisch korrekteren Namen Altniederdeutsch. Heute verbindet man das Sächsische meist mit der regionalen Färbung, die auch ich habe, nämlich das Obersächsische, historisch lokalisiert in der sogenannten Mark Meißen. Und für die Mark Meißen wird Sachsen erst ab dem 16. Jahrhundert verwendet, wie Sie hier sehen, und zwar im Zusammenhang vor allen Dingen mit dem Ausbau der wettinischen Landesherrschaft und Stabilisierung der wettinischen Landesherrschaft. Ursprünglich bezog sich der Name der Sachsen oder der Saxones auf den Stamm der Sachsen im heutigen Niedersachsen. Prominentester Sachse aus der mittelhochdeutschen Zeit ist zweifelsohne Heinrich der Löwe, der allerdings in Konflikt mit dem hier auch schon thematisierten Friedrich Barbarossa kam, weil er ihm die Lehnstreue verweigerte und seine Herzogswürde verlor. Das war ein ziemlicher Affront und sehr großer Aufreger in dieser Zeit. Sowas passiert nicht oft und vor allen Dingen verliert nicht ein Herzog, der über ein Herzogtum dieser Größe und Bedeutung herrscht, seine komplette Existenzgrundlage. Also das war eine Machtdemonstration Friedrich Barbarossas ohnegleichen. Ganz kurz zur Methode für das Seminar. Zur Vorbereitung auf die Sitzung und auf die Sitzung in der nächsten Woche lesen Sie bitte die jeweiligen Kapitel in der Einführung von Willy Sanders, Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch, nutzen den Reader zum Seminar, den Screencast und, wenn nötig, die zusammengestellten historischen Kontexte, die Sie auf meinem Blog unter alexanderlasch.wordpress.com finden können. Anders als in den übrigen thematischen Sitzungen werden wir hier keinen Dreischritt vollziehen. Dafür ist einfach das Material zu knapp und da wir das Niederdeutsche als Folie quasi nur über die Entwicklung des Althochdeutschen legen oder Mittelhochdeutschen, reicht meiner Meinung nach hier für dieses Seminar, für dieses Einführungsseminar eine Einführung aus. Und in der verbleibenden Sitzung eine Übung an konkretem Textmaterial. Zu den historischen Grundlagen. Sie sehen hier eine Miniatur aus dem sogenannten Fuldaer Sakramentarium, das heute in Udine in Italien liegt. Abgebildet ist Leben, Wirken und Martyrium des heiligen Bonifatius, eines angelsächsischen Benediktinermönchs und Missionars, der 673 in Wessex geboren wurde. Er erleidet ausgerechnet zu Pfingsten 754 mit 50 seinen Begleitern das Martyrium. Sie werden nämlich bei Dokkum in der heutigen Niederlande von heidnischen Friesen, bewaffnet mit Schwert und Schild, getötet.
abgebildet ist im Martyrium ein Kämpfer, der mit einem beidschneidigen Schwert Bonifatius erschlägt. Der versucht sich noch mit einem Buch, wahrscheinlich der Bibel oder mit großer Sicherheit der Bibel, zu schützen, was ihm nicht gelingt. Interessant ist aber dabei, dass es sich bei diesem beidschneidigen Schwert um einen Sachs handelt. Das heißt, ein Kurzschwert, das seinen Namen von lateinisch Saxum Stein erhalten hat. Und für die Gruppe, die damit kämpft, die Saxones, also die Schwertleute, namensgebend wird. Deswegen zeige ich Ihnen hier diese Abbildung, die wohl in vielerlei Hinsicht prototypisch ist für das Verhältnis zwischen christlichem Abendland und heidnischem Germanien, auf das wir jetzt noch einmal ganz kurz eingehen wollen. Zur Wiederholung zeige ich Ihnen hier nochmal die Goldbüste Karls des Großen, die Teil des Aachener Domschatzes ist. Wie Sie sich erinnern, wird Karl herausragender Herrscher des Frankenreiches, dem es gelingt, innerhalb kürzester Zeit Großgebiete dem Reich hinzuzufügen und vor allen Dingen kriegerische germanische Stämme in mehreren Feldzügen zu befrieden. Deswegen lässt sich auch aus dieser Perspektive eine Kurzgeschichte des Stammes der Sachsen erzählen. Sie kommen ursprünglich aus Schleswig-Holstein und dehnen ihre Herrschaft über ganz Norddeutschland aus. Und ab dem 5. Jahrhundert wandern Angeln, Sachsen und Jüten auf die britischen Inseln aus. Das wird als sogenannte angelsächsische Landnahme bezeichnet. 531 gelingt es ihnen, das Thüringerreich zu unterwerfen und können im 7. Jahrhundert ihre Stammesgrenze zum Frankenreich hin konsolidieren. Unter Karls Herrschaft gibt es mehrere Sachsenkriege, 772 bis 76 gegen Westfalen, Engern und Ostfalen und 777 bis 85 gegen Aufständische unter Widukind, der 785 getauft wird. Schließlich führt Karl auch noch Kriege gegen Aufständische im Bereich nördlich der Elbe. Das sind die sogenannten Nordalbingier, 786 bis 804. Schließlich kann man sagen, dass Sachsen nicht mehr selbstständig ist oder eigenständig ist, sondern seine Unabhängigkeit an das Frankenreich verliert und in das fränkische Territorium eingegliedert wird. Mit der Eingliederung in das Fränkische Reich ist eine politisch-territoriale Neuorganisation verbunden. Es wird nach fränkischem Vorbild Recht gesprochen. Es gibt eine sehr starke missionarische Tätigkeit von Fulda aus, die quasi dem heiligen Bonifatius, dem Martyrer Bonifatius nachfolgt. Und natürlich später zahlreiche Klostergründungen wie Werden, Corvey, Helmstedt, Hameln und viele andere. Ich habe Ihnen hier den Ausschnitt, den Kartenausschnitt, der dafür relevant ist, noch einmal eingefärbt. Sie sehen Aachen, Köln, direkt daneben Werden und weiter südlich im fränkischen Fulda und direkt im Stammesgebiet der Sachsen Corvey als neue Klostergründungen. Zur räumlichen Gliederung des Altniederdeutschen. Hier haben wir eine Karte aus Sanders 73. Er bezeichnet diesen altniederdeutschen Sprachraum noch als altsächsischen Sprachraum. Davon mal ganz abgesehen, würde man auch heute noch eine Karte in der Art und Weise zeichnen. Sie sehen hier die Gliederung in einem westfälischen Bereich, in dem Bereich der Engern, Ostfalen und Nordalbingier. Ein besonderes Gebiet entlang der Elbe ist das sächsisch-polabische Mischgebiet zwischen Sachsen und Slawen. Und hier gibt es auch eine Ausgleichssprache, die sich entwickelt. Eingefärbt habe ich Ihnen drei exemplarische Kloster, nämlich Corvey, Werden, Hameln. Sie sehen immer noch die Nähe zum alten fränkischen Stammesgebiet oder Reichsgebiet. Und von hier aus erfolgt die Missionierung in Richtung Norden. Zur zeitlichen Einordnung des Altniederdeutschen. Das Altniederdeutsche wird datiert um 800 bis 1100. Sie finden auch Datierungen zwischen 750 und 1150. Das darf man nicht ganz so genau sehen, denn faktisch fehlen uns die Quellen, um dies genauer einzuordnen. Die Überlieferung setzt jedenfalls nach der fränkischen Unterwerfung um 800 ein und im 9. Jahrhundert entstehen Heliand und altsächsische Genesis. Weitere Zeugnisse sind aus dem 10. und 11. Jahrhundert überliefert, so zum Beispiel das Freckenhorster Heberichister. Nach einer Überlieferungslücke von ungefähr 150 Jahren setzt dann das Mittelniederdeutsche um 1250 ein.
Die Textsortengruppen entsprechen im Wesentlichen dem des Althochdeutschen, das ganz stark auf die altniederdeutsche Schriftlichkeit wirkt. Wir finden Bibeldichtung, Klein- und Merkversdichtung, kirchliche, weltliche Gebrauchsprosa und vor allem Glossen. Der Quellenbestand ist so desolat, um es freundlich auszudrücken, dass man sich über jeden Vers in Altniederdeutsch freut. Sie sehen hier deswegen einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2006, in dem ein Bibliothekar in der Bibliothek ein neues Fragment einer Helianthandschrift gefunden hatte, die als Büchereinband diente. Sie sehen, das ist noch nicht allzu lange her und es ist anzunehmen, dass in diesen Bibliotheken dieser Republik noch zahlreiche solche Funde schlummern, obwohl natürlich die großen Bibliotheken, so zum Beispiel wie die UB Leipzig oder die UB München natürlich, hier prädestinierter sind, um alte Handschriften zu finden. Zu den sprachlichen Besonderheiten des Altniederdeutschen. Wie bereits gesagt, haben wir leider nur sehr wenige Quellen, die dem Altniederdeutschen zugerechnet werden können. Insgesamt sind es 6.500 Verse, die sich zum Großteil auf Heliant und altsächsische Genesis verteilen. Und im Wesentlichen lassen sich zwei Merkmale für die Entwicklung des Niederdeutschen erfassen. Das Niederdeutsche hat die zweite altdeutsche Lautverschiebung nicht mitgemacht. Wegen des fränkischen Einflusses finden sich außerdem in den wenigen schriftlichen Quellen zahlreiche Reflexe des Althochdeutschen. Um allerdings die Nähe zu den nordseegermanischen Sprachen, so wie Niederländisch, Friesisch und Englisch, deutlich zu machen, kann man vor allen Dingen sogenannte Ingveonismen, dieser Name, dieser Terminus, der kein Terminus technicus in einem streng definitorischen Sinne ist, lässt sich herleiten von lateinisch Ingveonis nach Tacitus. Ich werde diese beiden Merkmale noch mal einmal kurz mit Ihnen besprechen und daneben vor allen Dingen auf Aspekte des Vokalismus noch einmal zusammenfassend zu sprechen kommen. Nur zur Wiederholung zeige ich Ihnen hier die Gesetzmäßigkeiten der sogenannten zweiten oder althochdeutschen Lautverschiebung. Wie Sie wissen, hat diese das Niederdeutsche nicht mitgemacht. Das heißt, alle niederdeutschen Texte, die Sie finden, dürften sich genau in diesem Merkmal nicht auszeichnen. Und das heißt, dass sich die stimmlosen Plosive und die stimmhaften Plosive, die Mädchen, nicht verschoben haben. Das sehen Sie in dem Beispielmaterial ebenfalls, das wir auch im Seminar schon besprochen haben. Und Sie werden dessen natürlich Zeuge in den Belegtexten und in den Quellen. Ich werde das hier nicht noch einmal im Detail besprechen, sondern möchte im Wesentlichen meinen Schwerpunkt jetzt legen auf die Veränderungen oder Entwicklungen im Vokalismus. Zu den Entwicklungen im Vokalismus ist zu sagen, dass sie in der Regel in Einführungen keine entscheidende Rolle zu spielen scheinen, zumindest wenn man vom Germanischen hin zum Althochdeutschen bzw. zum Altniederdeutschen kommt. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich kann es mir nur darüber erklären, dass sie nicht als so einschneidend wahrgenommen werden, auch in der Forschung nicht, dass man stets die sogenannte zweite Lautverschiebung, die auch Isoglossen ausbildet, bevorzugt und stattdessen sich zum Beispiel auf die frühneuhochdeutsche Monophthongierung und Diphthongierung konzentriert, um das Mittelhochdeutsche vom Frühneuhochdeutschen abzugrenzen. Nichtsdestotrotz zieht man das Altniederdeutsche heran, kann man durchaus sehr, sehr interessante Entwicklungen im Vokalismus zeigen, die auch deutlich machen, wie stark das Althochdeutsche und das Altniederdeutsche auseinandertreten. Um es auf einen Punkt zu bringen, das Altniederdeutsche setzt die Lautentwicklung des Germanischen weiter fort, während sich das Althochdeutsche einige Sonderentwicklungen gönnt, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte. Sie sehen immer angegeben in den grau unterlegten Zeilen den germanischen Lautstand in Bezug auf den Vokalismus. Im Bereich der Kurzvokale hat sich nicht wesentlich viel geändert. Im Bereich der Langvokale sieht das schon anders aus. Germanisch Lang E1 fällt sowohl im Althochdeutschen wie im Altniederdeutschen mit dem Lang A zusammen. Und daneben erhalten beide das Germanisch Lang E2. Interessanterweise bleibt dies im Altniederdeutschen auch so. Im Althochdeutschen setzt an diesem Lang E allerdings eine Entwicklung ein, sehr früh schon, die im 11. Jahrhundert dann gänzlich abgeschlossen ist. Zunächst zu IA, dann IA bzw. IE, schließlich ganz zu IE. Ähnliches trifft auch den Langvokal O im Althochdeutschen. Dieser wird verschoben zu UO. Werfen wir noch einen Blick auf die Diphthonge des Germanischen, AI, AU und EU. Diese werden sowohl im Althochdeutschen wie im Altniederdeutschen verschoben. Schauen wir zuerst auf das Altniederdeutsche. Hier haben wir den germanischen Diphthong AI. Dieser wird zu lang E verschoben, AU wird zu O und EO wird zu IU.
Interessanterweise, das sehen Sie vielleicht schon hier, konzentriert sich für das Altniederdeutsche ziemlich viele lautliche Entwicklungen auf das lang E. Das Einzige, was mit dem lang A zusammenfällt, ist E1. E2 hingegen bleibt erhalten, wird nicht, jetzt sage ich es, diphthongiert. Und dann haben wir noch eine Monophthongierungstendenz eines germanischen Diphthongs AI zu lang E, so dass das lang E dominierend ist in vielen Situationen, in denen das Althochdeutsche wesentlich variantenreicher ist. Wir werden das an den Texten sehen. Und wenn Sie vor Ihrem inneren Auge oder vor Ihrem inneren Ohr, muss ich jetzt sagen, einige englische und deutsche Begriffe miteinander vergleichen, werden Sie merken oder werden Sie feststellen, wie dominant das E im Englischen im Vergleich zum Hochdeutschen ist. Im Bereich des Althochdeutschen ist es so, dass wir Diphthongveränderungen haben, nämlich von AI zu EI, AU zu UU, EU zu IU, IO und schließlich zu IE. Hier sehen Sie einen Zusammenfall mit der Diphthongierung von lang E. Mit zwei wesentlichen Ausnahmen, nämlich vor D, N, R und W wird AI zu lang E und vor H und Dentalen wird aus AU, U. Jetzt werden einige von Ihnen sagen, halt, Moment, für diese Verschiebungen haben wir bereits Begriffe. Und Sie irren sich nicht. In den markierten Fällen von lang E zu Diphthong sprechen wir von der sogenannten althochdeutschen Diphthongierung, ebenfalls für die Veränderung von lang O zu UO, vom Diphthongwandel in den orange eingefärbten Fällen und von der althochdeutschen Monophthongierung schließlich in Bezug auf AI zu lang E und AU zu lang O. Gleiche Begriffe könnten Sie auch für das Altniederdeutsche anwenden, das habe ich jetzt nicht gemacht. Für AI zu lang E wäre von Monophthongierung zu sprechen, AU zu O ebenfalls und EU zu IU wäre ein Diphthongwandel im Altniederdeutschen. Ich hoffe, dass Sie damit, wenn Sie sich noch einmal die Veränderungen im Althochdeutschen vor Augen führen, ein besseres Verständnis davon haben, wie sich der Vokalismus im Bereich des Althochdeutschen als Absetzung vom Germanischen entwickelt, während im Altniederdeutschen eine bestimmte Entwicklung aus dem Germanischen eher kontinuierlich fortgesetzt wird und es nur zu geringen Verschiebungen wird, die vor allen Dingen dadurch in den Texten auffallen, dass das lang E im Vergleich zu althochdeutschen Texten wesentlich häufiger auftaucht. Zu den Ingvionismen. Ingvionismen können Sie in jedem altniederdeutschen Text nachweisen, das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte Ihnen einige Beispiele nennen, die Liste ist offen und kann weiter ergänzt werden. Typisch ist das Fehlen der zweiten Lautverschiebung, an den Beispielen Altsächsisch Tand, Althochdeutsch Zahn. Dann haben Sie in den nordseegermanischen Sprachen den verbalen Einheitsplural, also im Niederdeutschen, Englischen und Friesischen, während im deutschen hochdeutschen Plural differenziert wird. We, you, they make versus wir machen, ihr macht, sie machen. Des Weiteren gibt es einen Nasalschwund und Ersatzdehnung in der Tendenz. Sehen Sie dafür einige Beispiele hier, auch ganz typisch für das Englische. Den sogenannten Zetazismus, die Pronomina er und ihr, die im Niederdeutschen he, Englischen he versus im Hochdeutschen er und im Englischen you versus Hochdeutsch ihr gekennzeichnet sind. Wir haben einen Einheitskasus. Man spricht hier vom Akkudativ bei Pronomina. Niederdeutsch mi, mir, mich, Englisch mi verhält sich ähnlich. Und dann haben wir noch auffälligerweise eine kontextunabhängige Monophthongierung von AI und AU. Das haben Sie für den Bereich des Vokalismus schon im Detail und ausführlich gesehen. Damit komme ich zur Besprechung eines konkreten Beispiels. Ich werde hier, wie angekündigt, mich aus dem Heliand bedienen, und zwar aus der 7. Fitte, die in Übersetzung vorliegt, die ich Ihnen gern zugänglich mache für das Seminar. Es geht hier um die Weißen aus dem Morgenland. Das ist in der Regel ein Weihnachtsthema, deswegen ist es mal besser und mal schlechter geeignet, aber da wir uns hier um die sprachlichen Besonderheiten kümmern, ist es vielleicht doch ganz nett. Ich lese Ihnen den Text zunächst vor. So sprach ihm F. dat Volk angegen, sat verut valico. Quadun, sat si wissen garo, sat his goldi an Bethlehem geboren werden. So is an usun bukun geskribern, wislico gefretan. So it wasagon. Svidu klavagumon bi Gottes Krafta, filo wiese Mann fuhren gisprakun. Sat goldi von Bethlehem burgo hirti, li of Landeswart andesiert liert kuman, Riki Ratgeber, der Richtenskai, Judeono cum Skepi,
Endi Skeba Vesan Mildi Obermittelgard Managun Siodun. Typisch für die Struktur eines niederdeutschen Textes oder altniederdeutschen Textes ist der sogenannte Hakenstil. Den sehen Sie hier, das haben Sie vielleicht auch schon beim Lesen selbst gemerkt, dass Sie mit dem Zeilenanfang nicht unbedingt eine neue Sinneinheit beginnen. Nämlich der Hakenstil zeichnet sich dadurch aus, dass eine neue Sinneinheit in der Zeilenmitte beginnt und die Einleitung nicht unbedingt am Beginn einer neuen Zeile oder eines neuen Verses zu erscheinen hat. Das nächste ist eine Besonderheit, nämlich ebenfalls eine strukturelle Besonderheit, die sogenannte germanische Langzeile, die sich durch eine, die sehr weit reicht und sich sehr weit streckt und in der Textgestalt sofort sichtbar wird. Eine dritte Besonderheit der gebundenen Rede für das Altniederdeutsche wie auch für das Althochdeutsche ist der sogenannte Stabreim. Kommen wir nun zu einer Spezifik altniederdeutscher Schriftlichkeit. Es war vorhin gesagt worden, dass sie sehr stark durch das Althochdeutsche geprägt ist, besonders durch das Fränkische. Das liegt ein wenig daran, dass die meisten Texte im direkten Umfeld von Fulda entstanden sind. Ich habe Ihnen hier einige Besonderheiten markiert. Bukun und Klava zeige ich Ihnen oder weise ich Ihnen aus, weil hier Monophthonge erhalten sind, die Sie normalerweise im Hochdeutschen auflösen würden. Dann haben Sie ein Bukun und Sprak, hier liegen nicht verschobene Verschlusslaute vor. Vergleiche dazu Althochdeutsch das Buch. Hier wäre ebenfalls zu setzen Sprach, das heißt auch hier eine Verschiebung des Verschlusslautes. Allerdings, im Helian treten auch häufig fränkische Schreibungen auf, so wie Burg oder wie hier im Beispiel in der letzten, im letzten Verse Managun oder Krafta exemplarisch statt Kracht. Für diesen Einfluss der fränkischen Schreibung und bei dennoch einer Grundstruktur mit niederdeutschem Einschlag gibt es verschiedene Thesen. Zum Beispiel Roth vertrat die Ansicht, dass möglicherweise nur die Schreibung fränkisch war. Förster behauptete, man wolle lediglich grafisch differenzieren. Und Sanders sprach schließlich davon, dass es sich um Aussprachevariationen handelt, nämlich eine diphthongische Aussprache in der Oberschicht. Jede These hat etwas für sich, klären werden wir es nie. Fest steht, der Heliand und andere niederdeutsche Texte zeichnen sich durch ein Zusammenfallen von oberdeutschen und niederdeutschen sprachlichen Merkmalen aus. Ingveonismen identifiziert man schnell. Das sind Gemeinsamkeiten, wie gesagt, nordseegermanischer Sprachen, die ein wichtiges Merkmal, nämlich die nicht durchgeführte zweite Lautverschiebung, hatte ich schon genannt. Die anderen ingvionischen Merkmale habe ich hier an wenigen Beispielen markiert. Hinweisen möchte ich Sie vor allen Dingen auf Usun, Bukun. In Usun sehen Sie diesen Nasalschwund mit Ersatzdehnung direkt am Werk. Typischerweise suchen Sie bitte auch immer nach Personalpronomina. Hier werden Sie immer fündig. Und anderen Auffälligkeiten auch im Bereich des Vokalismus. Das war es zusammenfassend zum Thema des Altniederdeutschen. Eine separate Aufgabe zur Bearbeitung stelle ich für dieses Thema nicht. Die bearbeiten wir nämlich aufgrund der geringen Quellenlage lieber direkt im Seminar. Ich freue mich auf die nächste Sitzung, wünsche Ihnen einen guten Einstieg in die Woche und bis dahin. Tschüss.